Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Warlock Ghost Tycoon 3. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und in der letzten Folge hatten wir dieses richtig geile Bärengehege, ne? Und ich habe mir einfach gedacht, komm, machst du weiter, läuft ja gerade so gut, ne? Und ja, wir haben einen neuen Park, eine neue Aufgabe und wir haben auf jeden Fall drei weitere Aufgaben für die Bronzemütze, für diese wundergeile Bronze-Cappy. Wir müssen auf jeden Fall zwei Hippos kaufen, also dass wir diese besitzen, diese zwei Spezien. Monatlich müssen wir 200 Euro verdienen und wir müssen, was? Profit from selling animals 1000 Euro. Na, okay. So, dann schauen wir einfach mal, machen wir das. Warte, wir sind ja mitten in der Savanne. Ist das irgendwie so gewollt? Ach, hier ist ja unser Park, ist ja schön. Jetzt müssen wir mal gucken, oder wollen wir mal reinschauen. Wo ist denn erstmal abchecken, wo unser Eingang ist. Ist das unser Ostrich Farm Plain? Okay, das scheint so jetzt unser Park zu sein. Der ist aber... Der ist ja süß. Was ist das denn? Ist das unser... So, das ist meine Villa, wo wir eindeutig drin wohnen. Mit... Boah, voll dem fetten Straußgehege. Echt, da reicht ein Typ in so einem... Ist ja krass. Okay, gut, also es ist auf jeden Fall unsere Aufgabe, dass wir jetzt hier von vornherein mehr Gehege machen. Das geht gar nicht so. Also, vor allem brauchen wir Hippos. Jetzt müssen wir mal... Ist auch ein bisschen her, die Tage, dass ich das gespielt habe. Jetzt müssen wir mal ganz kurz uns einen kleinen Überblick verschaffen, wo wir jetzt nochmal was hatten. Ah, guck mal hier. Ein Nashorn, ein Tiger, das Pferd, ja. Jetzt müssen wir mal ganz kurz, nein, hör auf, ich will da gar nicht hin. Also eine neue Attraktion, das Auto, ist klar. Also jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo drunter die Hippos zählen. Also unter welches Haus? Da, Hippo-Haus, okay. Das heißt, wir müssen erstmal einen Zaun ziehen. Einen Zaun. Nehmen wir einen elektrischen. Reicht bei den Hippos nicht der normale? Also jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was passt denn da? Da gehören auch Nashörner zu. Also Kamele, Hippos, Pandas und Rhinos. Ich würde ja sagen, für das Nashorn nehmen wir mal einen Stromzaun, oder? Wenn das ausrastet oder so. Man weiß ja nie. Machen wir das... Wieso geht das nicht hier hin? Was ist das denn? Hallo, ich will das genau... Da ist doch gar nichts. Ach, jetzt geht das. Ihr wollt mich doch veräppeln. So, jetzt machen wir hier noch ein großes Gehege hin. So, genau, sollte so passen. Jetzt können wir nämlich das... Ich habe auch keine Musik mehr. Ist das nur... Ach, das ist nur, wenn man weiter weg ist. Okay. So, jetzt packen wir mal hier so ein Rhino-Haus rein. Boah, das ist voll... Ob das passt, ist ja wieder so fraglich. So. Was bist du denn? Large? Ach, das ist ja wegen der... Ah, genau, um zu gucken. So, ich habe nämlich auch einen netten Tipp bekommen letztens, was diese Sachen hier betreffen. Und zwar können wir nämlich jetzt... Haha, das hatte ich nämlich gar nicht gesehen oder beachtet. Können wir nämlich hier... Müssen wir das einmal aufmachen, sonst können die Leute da gar nicht rein. Und wir können, wo war das denn? Genau, wir müssen, den Preis müssen wir auch, können wir auch bestimmen. Also wir können ja rein theoretisch, können wir den teurer machen, können den weniger, günstiger machen. Aber wir lassen das erstmal so, das passt von den Kosten her. So, jetzt müssen wir nochmal hier auf Tiere. Ha, da haben wir sie. Ein Elektrozaun. Gut, dann haben wir ja schon mal das genau das Richtige gemacht. Mensch, ein Zufall und es hat funktioniert, ist ja echt der Burner. So, jetzt gehen wir an mein Lieblingstutorial. wir müssen Wasserfälle für so Terrain, also die Textur müssen wir jetzt ein bisschen verändern. Ich liebe es, die Texturen zu verändern. Mal gucken, ob das genauso gut wird wie beim Bärengehege. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier so... Kann man sich kleiner einstellen? Geht das kleiner? Nein, das geht nicht kleiner. So, warte, ich will das niedriger machen, aber nicht in so einem Ah, hier geht das kleiner.
Ich will es nicht in so einem Mega-Radius machen, sonst mache ich wieder das ganze Gehege kaputt. So, jetzt machen wir das hier mal ein bisschen runter. Weil, wenn die Hippos ja hier sind, die brauchen Wasser. Kann man mir erzählen, was man will. Es ist nötig. So, jetzt haben sie eine kleine Wasserstelle, wo sie rein können. Hoffe ich zumindest mal. Das läuft ja schon mal ganz gut. Und jetzt müssen wir auch... Was war das denn hier? Wir müssen hier Wege bauen, genau. Das ist wieder total das falsche Gelände dafür. Ah, hier haben wir es. Ist das... So, jetzt müssen wir eben gucken. Ist das der hier? Ja, es ist der. Super, das ist ja... Mensch, es könnte ja gar nicht besser laufen. So, bis da vorne hin. Jetzt machen wir nämlich einmal so einen Rundgang um das Gehege herum. So. Hä? Ach, die Hippos, die sind so niedlich. Ach, weil der Baum da im Weg... Oh, nur wegen dem Baum wieder. Jetzt müssen wir hier einmal... So. Damit hier natürlich auch Leute langkommen, bauen wir einfach mal... Och, was können wir denn hier hinbauen? Wir können ja erstmal das hier hinsetzen. Ist ein Geldautomat. Somit können die Leute sich das Geld abholen. Mensch, ist ja praktisch. Dann bauen wir hier so ein schönes Medical Center dahin. Was weiß ich, was... Damit die Leute, wenn die sich ja irgendwie mal verletzen oder mal was sein sollte, dann können die da immer hinkommen. Ein kleiner Infostand kann auch nicht schaden. Machen wir den auch direkt auf. Extras für Sold Items. Sold Items. Ach, die verkaufen auch so Mützen. Oh, ne, Moment, das ist ein Regenschirm. Was sage ich denn hier? Karten, Mützen. Gut, dann haben wir das auch schon mal abgesichert. Ich finde, wir bräuchten noch einen zweiten Infostand, oder? Irre ich mich da? Man weiß ja nie. Machen wir den direkt auf. Zack. So. Was können wir denn noch gebrauchen? Toiletten! Mensch! Das ist doch das Wichtigste fast. Eigentlich jetzt... Also ist euch das auch mal aufgefallen? Wenn ihr in so einen Freizeitpark reingeht, es sind direkt an jedem Eingang Toiletten. Das ist wirklich so. Es ist gar nicht mal so verkehrt, das nachzubauen. Und wenn die mir das jetzt hier anprangern von wegen, du hast da Toiletten, die wir noch nicht mal aufgemacht haben, Entschuldigung, dann werde ich hier aber nicht freundlich. So, jetzt gehen hier natürlich lang und haben nichts zu tun und wissen gar nicht, was die machen sollen. Boah, was haben wir denn alles für... Boah, Safari-Toys! Ich will, dass die so ein Affengeschäft haben. Ich will das drehen. Ich will das drehen. Können wir es abreißen? Können wir dich abreißen? Da. Ja, ja, ja. Weg damit. Wunderbar. So, jetzt brauchen wir ein neues... Wo ist das Affenhäuschen? Da ist das Affenhäuschen. Hihi. Kann ich das irgendwie drehen? Ich will das drehen. Ah, okay, so geht das. Ein kleines Affenhäuschen. Machen wir da auch direkt auf. Ja, people are having trouble getting... To bla bla bla. Was haben die denn für ein Problem? Hä? Hm, die Leute haben Trubel. Nein, Spaß, das heißt gar nicht Trubel, aber... die ist offen, die ist offen. Too cheap. Okay, das heißt, es ist zu günstig. Das heißt, wir können hier... Safari Toys 1. Monkey... Also können wir hier ein bisschen die Preise anheben. Bei allem einfach. So. Wenn die halt gleich sagen, das ist noch zu günstig, müssen wir halt, das noch... Och, jetzt geh nach oben. Müssen wir das halt noch ein bisschen anpassen. So, jetzt haben wir das auf jeden Fall. Hier drinnen, wie sieht's... Was... Machst du das jetzt mal weg, also Freundnase? Lässt er einfach den ganzen Scheiß auf dem Boden liegen. Wofür wirst du eigentlich bezahlt? So. Ich weiß gar nicht, ob der, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt bezahlt wird. Was können wir denn jetzt noch machen? Ja, machen wir mal so hier Getränke. Ist das nach oben? So, Getränke packen wir direkt neben die Spielzeuge. Machen den natürlich auch auf.
Sonst können die Leute das natürlich nicht nutzen. Ach, dann machen wir doch direkt mal zu essen dazu. So, 1, 2, 3. So, machen wir die natürlich auch direkt auf. Alles gut. So, dann würde ich nämlich auch sagen, machen wir nämlich noch ein Gehege. Was denn? Ophelia der Strauch ist über... Give birth, was? Was ist hier für ein Zickenterror, Fräulein? Das sind aber ganz schön viele Sträuße, ne? Ich würde ja mal... Boah, hier! Bitchfight! Alter Schwede. Ich würde ja auch sagen, wir packen noch ein zweites Haus hier rein. Weil ich weiß gar nicht, ob das einer mit so vielen Tieren packt. Boah. Ophelia, der Strauch, der regt sich über einen anderen... Oh mein Gott, es ist ja... Wie bei so einer schlechten Show, Tagesschau am Mittag. Oh, der hat mir meine Puppe geklaut. So, wir haben eine neue Attraktion Monster Wild. Okay, da würde ich auch sagen, brauchen wir als erstes eine Attraktion hier hin. Ist das hier Monster Wild? Kann das sein? Aber wir müssen auch noch nebenbei unsere Ziele verfolgen. Muss ich mal ganz kurz gucken, wo wir die haben. Ich glaube, das ist hier. So, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal die zwei Hippos. Und wir müssen im Monat 200 Euro verdienen. Also monatlich von den Zahlen her. Jetzt müssen wir mal eben gucken, statistisch mäßig. Oh. Okay. Wir verdienen ein bisschen. So, was haben wir denn monatlich an Kosten? Total, wir sind hier mit 77 Euro plus. Wir haben noch voll die dicken Plus im Monat. Willst du mich veräppeln? So. So, der Hunter, Capture Escape Animals 5. Was? Wir haben eine neue Challenge, der Jäger. Mal ganz kurz durchlesen. Signification amount of cash, if you can fulfill his wish, if you agree, you will release 5 men. Okay, also, da kommt ein Jäger, der möchte uns, wenn ich das richtig verstanden habe, es ist ja natürlich wieder Don-Englisch, ne? Wenn wir seine Wünsche erfüllen können, möchte der uns 5 Tiere. Release 5 Animals into the Park. Also möchte er uns 5 Tiere schenken, geben und in unsere Obhut legen, dass wir da... Ach Gottchen, ja, dann wollen wir ja mal versuchen. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie... Kann auch sein, dass ich natürlich jetzt 5 Tiere verschenkt habe, aber ich glaube, das sollte nicht so der Fall sein. So, jetzt bauen wir erstmal eine Attraktion. Was bauen wir denn? Da ist der Monster White, den habe ich gerade die ganze Zeit gesucht. Bauen wir den jetzt hier so? Ich weiß gar nicht. Das mit dem Baum ist ja jetzt nicht so... Das mit dem Baum ist ja jetzt nicht so knülle. Bauen wir den Eingang hier hin. Bauen wir den Eingang hier hin. Bauen wir da den Ausgang hin. Denn dann können wir nämlich jetzt noch Wege bauen. Genau, bauen wir jetzt hier einfach so ein paar Wege lang. Was weiß ich hier. Zack, 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 zack. Da bauen wir hier noch ein Gehege hin. Und dann sollte das doch alles klappen. Nein, 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 nein. Ich will das nicht löschen. Ich will das doch gar nicht löschen. Ich will hier genau in das Menü von dem. Operating, bla bla, Details. So. Was ist denn damit? Ich habe da auch noch mal einen kleinen Tipp zu bekommen, dass man die Eingangsschleifen, also die den Eingang, dass man, nein, ich will das, sorry, you failed to complete this challenge in time, ja, okay. Gut, dann haben wir das mal eben verkackt. Passiert auch schon mal. So, ach, man kann sogar, ah, okay, jetzt haben wir den versetzt. Was ist das denn jetzt hier? Hallo? Ich will aber noch den Weg dazu bauen. Ach Gottchen, okay, jetzt müssen wir halt mal gucken, dass wir den Eingang, ich versetze ihn mal hier hin,
dass wir da jetzt noch einen Weg zu bauen. Ich will ganz normal einen Weg bauen. Nein, ich will das doch gar nicht. Wie machen wir das denn jetzt am besten, ohne dass wir da andocken? So. So, jetzt haben wir mal ein bisschen längeren Eingang, damit wir dann da... Jetzt müssen wir so ein Geschäft aufmachen. Ach, wir können sogar eine Musik einstellen. Erstmal gucken, wie das Geschäft so aussieht. Yeah, ist ja funky. Aber das passt so gar nicht zu so einem Horror-Ding, oder? Das schon eher. So. Der Eingang ist auch perfekt. Das Gerät ist offen. Ja, dann wunderbar. Dann haben wir ja schon mal das, was wir machen wollten, haben wir ja schon mal erfüllt. Jetzt würde ich sagen, bauen wir nochmal ein Haus, oder? Hier so ein... So, damit das also nicht so langweilig wird, machen wir nochmal ein bisschen Musik an im Hintergrund. Und würde ich sagen, wir bauen ein Elefantengehege. So. So, Ophelia H. Ostrich jetzt bekommen. Okay, wir haben Nachwuchs bekommen. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Guck, was machen die Hippos so? Wo ist denn der zweite Hippo? Hallo? Schläfst du da? Krass. Als wenn das Viech erschossen worden ist. Oh mein Gott. Oder stinkt so sehr in der Bude, dass es... Ach, das schläft nur. Ich dachte, das wäre tot. Oh, ich gehe mal vom Schlimmsten aus hier irgendwie. Was ist das denn hier? Oh, guck mal, wie süß. Die haben Nachwuchs. Ist ja, oh, ist ja cool. Echt voll sweet. Aber reicht echt ein Typ für das ganze Gehege? Oh, guck mal, da rennt es. Lalala. Kann ich dich auch umbenennen? Kann ich dich... Ich will dich Ferdinand nennen. Kann ich dich umbenennen? Nee, ich will das nicht adoptieren lassen. Olga H. Ostrich. Nein, ich werde dich jetzt... Wir nennen ihn Ferdinand. Warte, mit PF, damit es auch wie ein Pferd klingt. Ferdinand. Ferdinand Wing. Also wie Chicken Wing. Ferdinand Wing. So. Ach ja, das ist ja schön, dass das auf jeden Fall alles so funktioniert. Bei den Hippos bin ich mir noch gar nicht so sicher. Ich glaube, ich packe da noch was rein. Also von den anderen. Die Rhinos gingen ja auch. Da bin ich echt am überlegen, ob die sich auch vertragen. Ich tue die einfach mal mit da rein. Weil eigentlich ist ja gesagt so... Ich bin mir gar nicht so sicher. Egal, wenn das nicht klappt, dann müssen wir die halt noch raustun. Sieht ja bis... Können wir auch eigentlich... Guck mal, wir haben jetzt hier... So Bäume und Büsche und sowas alles. Können wir da... Kompakt fördern? Ja, ja, bla. Ich weiß gar nicht, ob man da irgendwie eine Info beziehen kann, ob die da reinpassen oder nicht. Scrubbush. Sieht dem sehr ähnlich. Ja, passt schon mal. Ich würde aber auch sagen, wir packen ein, zwei grüne Bäumchen noch mit rein. Dass da auf jeden Fall... Also sieht nicht so aus, als ob die sich bekämpfen. Das ist schon mal etwas. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Ja, Tulpen würde ich da jetzt natürlich nicht reinpacken. Was ist denn mit dir? Die sehen nicht danach aus. Oder sind die einfach nur größer gemacht worden? So. Guck mal, Mangroven. Können wir Mangroven? So richtig tropenmäßig, aber das passt ja auch nicht. Wir wollen ja eher... Königspalme geht auch nicht. Oh, ein Herzbaum. Ist ja süß. Nein, nicht wirklich. Aber egal, packen wir einfach mal hier so. So, zack. Für die Liebe. Man darf es ja nicht aufgeben. So, was haben wir denn hier? Bett? Wie soll das denn aussehen? Sieht aus als wirklich ein Baum. Oder ein Busch, der aussieht wie eine Fledermaus. Ist ja krank. Das sieht schon eher Richtung die Bäume aus, die hier sind. Ich würde auch sagen, wir packen die dann so. Genau.